Ukulelehäppchen Nummer 39, Lavender's Blue in Campanella Technik. Hallo und herzlich willkommen bei Ukulele am Limit, dem ersten deutschsprachigen YouTube-Kanal zum Thema Kläumer-Ukulele. Heute ist Freitagnachmittag, deswegen gibt es ein Ukulele-Häppchen. Du sollst ja am Wochenende ein bisschen was zum Üben haben. Und das ist hier die Folge Nummer 39 und ich spiele den Song Lavender's Blue in Campanella-Technik vor. Es gibt wie immer ein PDF mit Tabs zum Download für meine Patrons. Unten in der Beschreibung einfach auf den Link drücken. Dann bist du blitzschnell da. Wer Patron werden will, der drückt auf denselben Link und dann, ja, dann kann man Patron werden. Da wird das erklärt. Dieses Tutorial baut sehr stark auf den letzten beiden. Hier oben kannst du mal drauf drücken, da ist Tutorial Nummer 37. Da erkläre ich nochmal diese Campanella-Technik ein kleines bisschen und bringe dir den Song Kumbaya mal dort bei. Wenn du die Grundlagen des Campanella-Spiels dir nochmal vergegenwärtigen willst, dann wäre Folge 10 vielleicht das Beste. Hier oben Folge 10, wo ich mal drauf drücken und da weise ich dich in die Kunst dieses Campanella-Spiels ein. Genau. Und jetzt arbeiten wir uns einfach mal durch das Stück durch. Also, es geht los mit diesen drei Tönen, diesen vier Tönen. Ich habe mich jetzt mal entschieden, hier Daumen, Zeige, Mittel, Daumen zu nehmen. Man kann natürlich auch spielen. Du bist groß genug, denke ich. Du kannst dir das selber überlegen. Ich habe in den Tabs mal einen Fingersatz vorgeschlagen, aber man muss sich nicht sklavisch dran halten. Hauptsache, man spielt den richtigen Ton im richtigen Moment. Und ich fange jetzt hier mal mit dem Daumen an. Im weiteren Verlauf des Stücks wird es öfter so sein, dass wir den Zeigefinger hier auf die dritte Seite legen und den Mittelfinger auf die zweite. Und der Mittelfinger ist meistens dann auch für die erste zuständig und der Daumen auf jeden Fall für die vierte. Und jetzt spielen wir es einfach mal. Hier müssen wir blöderweise zwei Töne hintereinander auf derselben Seite spielen. Hier Zeigefinger, Mittelfinger. Ist eigentlich nicht richtig Campanella-mäßig, aber ich krieg's nicht anders hin. Und wenn die anderen Seiten weiter klingen, fällt es kaum auf. Also nochmal. Und jetzt müssen wir hoch, Zeigefinger auf den achten Bund, Ringfinger hier auf den elften und dann mit dem Mittelfinger die erste Seite, mit dem Daumen die vierte. Also das ein bisschen üben. Ja? Klingt ganz gut. Und wie immer beim Campanella alle Töne so lang klingen lassen, wie es geht. Also die linke Hand bleibt so lang drauf liegen auf dem jeweiligen Ton, wie es nur möglich ist. Wir spielen weiter. Takt 5. Der Zeigefinger bleibt die ganze Zeit liegen. Ich spiele nochmal ab Takt 5. Und dann sind wir in Takt 9, ist ähnlich wie der Beginn, oben in Takt 1. Und jetzt zum Abschluss legen wir den Mittelfinger hier auf den zweiten Bund der vierten Seite, spielen mit dem Daumen an. Und dann mit dem Mittelfinger die erste Seite, das ist zweimal derselbe Ton.
Aber dadurch, dass wir ihn auf verschiedenen Seiten spielen, klingt er schön. Also, der vorletzte Takt. Mittelfinger hoch und Zeigefinger für das C. Nochmal die beiden letzten Takte. Und so funktioniert das Stück. Spielen wir es doch nochmal ganz. Also so funktioniert Lavender's Blue und jetzt hast du dich lange genug mit der Campanella-Technik beschäftigt, aber es ist ganz gut, das zwischendurch immer mal zu machen, da kommt man seiner Ukulele doch ein bisschen näher. Nächsten Freitag machen wir mal was ganz anderes. Nächsten Freitag möchte ich dir, obwohl es ist auch Campanella, klingt aber fetziger, ich will dir nämlich das Intro von Sweet Child of Mine beibringen. Ja, wer kennt es nicht aus den 80ern oder 90ern? Guns N' Roses, ein Mega-Hit. Und da freue ich mich schon drauf. Wäre schön, wenn ich dich da sehen würde. Und damit du schnell hinkommst, einfach da oben drauf drücken. Sweet Child of Mine ist ein schönes Ding.